Edelsteine, glitzernde Kristalle und glänzende Perlen. Das sind die Erkennungsmerkmale von Amika-Schmuck, der derzeit bei den Damen des Nordens sehr beliebt ist. Hergestellt wird der Schmuck nicht in China oder Indien. Nein, Amika-Schmuck ist noch echte Handarbeit aus Hakebrügge. Die Frau, die hinter diesem Produkt steckt, ist Annika Müller, die Schmuckstücke aus einer Not heraus entwickelte. Das fing eigentlich alles 2006 an. Da war ich auf der Suche nach einer schönen Edelsteinkette für mich selber. Und alles, was ich irgendwie fand, entsprach überhaupt nicht meinen Vorstellungen. Und ja, dann kam ich halt auf die Idee, das könnte ich wohl vielleicht mal selber probieren. Ja, und dann habe ich mir eine kleine Auswahl an Edelsteinen bestellt und anderen Materialien. Ja, und dann bin ich angefangen und dann nahm alles irgendwie seinen Lauf. Also meine Freundinnen, die waren nachher total begeistert von meinen Ketten und baten mich dann, den Schmuck auf Abenden mitzubringen. Ja, und so entstand dann unser erster Amika-Abend. Amika-Abende, das sind Schmuckpartys, auf denen es die edlen Ketten und Armbänder von Annika Müller zu kaufen gibt. Bianca Oeltchenbruns ist Amika-Schmuck-Fan und hat diese Leidenschaft auch zum Beruf gemacht. Ein- bis zweimal die Woche ist sie als Beraterin auf Schmuckpartys zu Gast und hilft dabei, dass jede Frau ihr Lieblingsschmuckstück auch wirklich findet. Ich bin meistens eine Viertelstunde vor den Gästen da und sobald die Gäste da sind, erzähle ich kurz was über den Schmuck und dann können die Gäste anprobieren und ausprobieren, so wie sie möchten. Also es werden keine langen Vorträge gehalten, der Abend gestaltet sich immer von selbst, die Freundinnen beraten sich gegenseitig, es sind immer nette, lustige Abende. Ja. Und auch die Gastgeberin geht hier nicht leer aus. Zum Dank erhält sie eine schicke Kette und die gibt es in vielen verschiedenen Farben und Varianten. An Ideen mangelt es der Designerin nicht. Ich suche mir die Perlen nach den Farben erstmal aus und dann habe ich ein kleines Kästchen, wo ich dann die Farben mir zusammenstelle. Ja, und so überlege ich dann erstmal, ob es eine lange oder kurze Kette wird. Ja, es ergibt sich einfach. Also meine Ideen sind da ja sehr vielfältig. Amika-Schmuck ist ein regionales Produkt, das die Herzen der Frauen höher schlagen lässt. Ich finde das super, dass es so viele verschiedene Ketten, Ohrringe und Armbänder gibt und dass ich jeden Morgen halt passend zu meinem Outfit die richtige Kette auswählen kann mit den richtigen Farben. Das Schöne ist, was ich mir aussuche, gefällt meiner Tochter auch. Also wenn ich mir was Neues zulege, wird sie das wahrscheinlich gleich einstecken. Schön auch, dass es hier in der Region gefertigt wird und dass man auch fast von heute auf morgen die Bestellung bekommt. Es ist für jeden Anlass was dabei. Und viel Freude bereitet dieser Schmuck auch.